Hallo, da sind wir wieder, Pippe und Gitte. Auf Taranis, wie man sieht. Gerade hat unser Verlorener einen kleinen Kampf mit Magnus ausgefochten. Das war ein freundlicher, friedlicher Kampf. Nur Training. Das war nur ein Trainingskampf, genau. Und jetzt wollen wir mal weitermachen mit unseren Aufgaben für Tenya. Ja. Und mit dem Ältesten. Zeig mir deine Ware. Jip, jip. Nee, nichts für mich dabei. Ja, gut. Hallo, Umi Abbas. Beherrscht Voodoo. Abbas spürt das. Mächtige Zauber sind treue Freunde auf gefährlichem Faden. Du kennst dich mit Voodoo aus? Nicht kennen, spüren, Umi. Als Schamane unseres Volkes bewundere ich fremde Magie und versuche, sie zu verstehen. Und Abbas glaubt, dass deine Fähigkeit sehr nützlich sein kann. Ich soll dir jetzt aber nicht Voodoo beibringen, oder? Nein, Homi. Abbas möchte nicht ein Schüler sein. Seine Zeiten als Piwi sind vorbei. Okay, worum geht es dann? Mit deinen Zauberkräften kannst du Abbas helfen, großes Unrecht aufzudecken. Wächter glauben, dass Gnome ihnen ihr Gold stehlen. Aber das ist nicht wahr. Naja, jedenfalls nicht so viel, wie Wächter glauben. Wie kann dir mein Voodoo bei deinem Diebesproblem helfen? Nun, ein Homi wird es schwer haben, dem wahren Dieb auf die Schliche zu kommen. Aber ein Gno ist klein und wird leicht übersehen. Wir haben nicht nur lange Finger, sondern auch gute Ohren. Ich soll einen Gnom übernehmen? Jip, jip. Warum schickst du nicht einen deiner Gnome aus, den Dieb zu finden? Wofür brauchst du mich bei dieser Sache? Die meisten Gno hier im Lager sind zu jung. Sie würden Fehler machen, aber Homi beherrscht Voodoo. Homi muss mächtig sein. Also ist Homi genau der Richtige für dieses Problem. Agila fand das Gespräch wohl langweilig. Zu langweilig. Hat er nicht verstanden, worum es geht. Ja. Gut, ich finde heraus, wer die Wächter um ihr Gold bringt. Tantan, Homi. Abbas wird sich sehr dankbar zeigen. Lass mich dir noch ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben. Aber gern. Lass hören. Dann lass mal hören. Guter Rat ist teuer, Homi. Meine Hilfe ebenfalls. Homi hat gut reagiert. Listig wie ein Gno. Aber pass auf. In der Halle der Magier arbeitet Bisi. Junger Gno, aber fleißig. Wende dein Voodoo auf ihn an. Hier, damit du Voodoo-Puppe bauen kannst. Ein bisschen Nasenhaar. Süß, oder? Wie genau soll ich vorgehen, um dem Dieb auf die Schliche zu kommen? Wenn du Gno kontrollierst, beginnt deine Suche in der Halle der Magier. Abbas schätzt, dass dort das Gold der Wächter verschwindet. Und du bist dir ganz sicher, dass es keiner von deinen Gnomen ist? Jip, jip. Wir Gno mögen zwar alles, was glitzert, aber wir sind nicht dumm. Wollen keinen Ärger mit Wächtern. Okay. Hast du noch was zu sagen? Ich brauche noch mehr Informationen, um den Dieb zu finden. Homi braucht keine Informationen. Homi braucht Arbeit. Einer der Magier, Lumbrock ist sein Name, verteilt Arbeit an Gno. Hilf ihm und halte Augen und Ohren offen. Na also, das war doch schon mal ein Hinweis. Gut. Ja, dann werden wir mal auf unserem Schiff gehen müssen, um uns der Voodoo-Puppe zu basteln. Inzwischen wissen wir ja, wie das geht, nicht wahr? Ja. Endlich mal wieder völlig vergessen. Und inzwischen finden wir sogar die Kajüte. Auch wunderbar. Jedenfalls für uns. Dann nix wie hin. Ach so, mit der Mannschaft müssen wir auch reden. Ja, das sollten wir mal gleich machen. Ach, das machen wir gleich, genau. Fangen wir gleich mal hier an. Hallo, Schwesterchen. Wie sind wir bloß wieder in so eine beschissene Lage geraten? Ich hab's mir nicht ausgesucht. Ich weiß, tut mir leid. Irgendwie ziehst du aber auch den Ärger an. Ist dir das schon mal aufgefallen? Nö. Aber nicht absichtlich. Doofkopf! Blödmann! Ah! Sei nicht so frech, sonst kommst du in die Suppe. So. Ah! Suppe! Ah! Jetzt versuche ich schon einen Papagei-Manieren beizubringen. Polly, lieber Vogel! Ah! Ja, schon besser. Besser! Ah! Langsam dreh ich durch. Jetzt gibt's Hühnersuppe. Sagt er auch immer zu unserem Papagei. So, jetzt gehören also auch Gnome zu unserer Crew, ja?
Ihr werdet euch schon vertragen. Das will ich hoffen, sonst gibt es Gnom-Ragout à la Bones. Bones? Also, ist ja genauso schlimm. Ich glaube, wir brauchen jetzt Bones nicht bei dieser Geschichte. Nö. Lass ihn mal an Bord. Hast du nichts zu tun? Hä? Sag mal, du hast doch gewusst, dass ich die ganze Zeit für Boos gearbeitet habe, oder? Gewusst ist zu viel gesagt, aber geahnt habe ich es schon. Ich segelte unter deiner Flagge, warum hast du nie was gesagt? Wozu? Du hast ihm Ausrüstung und Zucker besorgt. Warum sollte ich mich da einmischen? Ha! An deiner Stelle hätte ich das getan. Ja, Jake, was soll's? Aber du bist nicht mehr an meiner Stelle. Was ist das eigentlich für ein komischer Voodoo-Kauz, den du da rekrutiert hast? Du redest von Bones? Was zur Hölle hat dich geritten, ausgerechnet den mitzunehmen? Er hat mir mein Leben gerettet. Naja, was davon noch übrig ist. Naja, ist ja deine Sache. Hauptsache, der Wilde kommt mir nicht in die Quere. Du bist ein Schnösel. Ja, er ist nicht sehr sympathisch. Hast du wieder etwas für mich? Gee, Captain. Sadek hat etwas ganz Besonderes. Hier, dieser Trank bewirkt den Blick des Blutes. Jedes lebende Wesen aus Fleisch und Blut wirst du damit erspähen. Gutes Zeug für die Jagd. Na gut. Ja, können wir mal anwenden. Vielleicht mal brauchen. Ja. So, da haben wir noch unseren kleinen Jaffa, na? Jaffa, hast du schon geklaut, hä? Schönes Schiff. Jip, jip. Jaffa ist wieder auf große Reise. Vielen Dank, dass ich dich begleiten darf, Captain. Ich hoffe, ich muss es nicht bereuen. Nix bereuen. Jaffa wird eine große Bereicherung sein. Du wirst sehen. Schon sehr bald. Aha. So. Mal sehen. Naja, Jaffa. Wir werden ihn ab und zu auch mal mitnehmen und auch mal Patty, ja. Aber... Warum hast du eigentlich keine Familie? Du weißt schon, Frau und Kinder und sowas. Ich denke, es hat sich einfach nicht ergeben. Ein Leben voller Blut und Kampf, ohne so richtig zu wissen, wofür. Ich habe großen Respekt vor deiner Zielstrebigkeit. Ja, kommen wir ja ruhig. Ich denke, ich habe da was für dich. Alles klar, schieß los. Ramon war sehr gesprächig. Er meinte, er hätte einige Bergkristalle in einem Gewässer nahe eines Berges gefunden. Ah ja, das hilft uns vielleicht weiter, danke. Interesse an Bergkristall? Ja, sicher. Hast du was gefunden? Vielleicht. Pass auf, ich gebe dir dafür richtig tolles Zeug. Was du brauchst, kriegst du. Hier, 5 Bergkristalle. Super, hier meine Gegenleistung. Mhm. Ja, Steine, hervorragend, ja. Bergkristalle brauchen wir ja gar nicht. Hier. 5 Bergkristalle. Naja, eigentlich hat Faruko danach super, gefragt, hier meine oder? Gegenleistung. Ich weiß jetzt nicht, ob das okay ist oder nicht. Werden wir ja sehen. Wir lassen es mal dabei. Wie lassen wir den jetzt? Lass mal, ja. Nee, komm mit. Okay. Mir. Gut, dann müssen wir Voodoo-Puppe basteln gehen. Genau. So, mal sehen, ob wir es noch können. Naja, du hast ja alle Zutaten. Hammer? Ja. Ja. Bisschen Nasenhaare. Jadestein, Auge, Äffchenschädel. Ja. 2 Schädel haben wir noch. Augen haben wir genug. Jadesteine haben wir genug. Jo. Mhm. Können wir sogar noch mehr machen. Gut. Ja, also. Äffchenschädel kriegen wir ja noch bei. Auf jeden Fall auch noch bei Emma. So, na dann, zurück zu den Magiern. Brauchen wir ja niemand mitnehmen. Nein, nein. Können wir gar nicht brauchen. Genau. So, dann müssen wir jetzt Bisi übernehmen. Wetz, wetz. Schnauf, schnauf. Meinst du, Bisi arbeitet noch? Es wird langsam dunkel, oder? Tja. Ich weiß nicht. Ich sehe noch keine Sterne, aber sieht ziemlich gewittrig aus. Das sieht ja immer gewittrig aus, das ist ja schließlich Donnerinsel. Keine Ahnung, wir machen es einfach mal. Jetzt muss ich die Puppe... Voodoo-Puppe Bisi erstmal reinziehen, das zweite von da oben. Da ist sie, ja.
Okay. Da müssen wir Bisi suchen. Bisi ist immer Bisi. Ja. Der schlicht da immer irgendwo im ersten Stock rum. Das ist nur ein Gnom. Bist du Bisi? Ja. Ja. So. Na gut. Nee, nichts von mir. Ach, ich bin ja schon Bisi. Du bist schon Bisi. Ich stehe so da als leere Hülle rum und keiner wundert sich. Oh, oh. Ach, ich kann jetzt gar nicht speichern, genau. Nein, nein, du musst jetzt mit Lumbo. So, der Aufgabe. Hey, du Wicht, komm mal her. Du bist doch der Herrje, immer vergesse ich euren Namen. Wie heißt du noch gleich? Bisi. Karl. Ich nichts verstehe. Bisi. Ah, natürlich, natürlich. Ich verwechsle dich immer mit dem kleinen Hiwi, der bei Bruder Nergal sein Tagewerk verrichtet. Du möchtest dir doch sicher einen leckeren Fisch oder sowas verdienen. Ach so. Ich habe hier ein Buch, das ich nicht mehr benötige. Erweise mir den Gefallen und sortiere es im Erdgeschoss richtig ein. Gut. Ja, das kannst du mal zeigen, was du kannst hier. Ich meine so, ob du lesen kannst, du kleiner Gnu. Ich habe sicher etwas Besseres zu tun, als hier drauf zu starren. Na gut. Ach ja, wirklich? Uninteressant. Na gut. Er sagte im Erdgeschoss, also muss es ja hier irgendwo leere Truhe. Irgendwas sein. Die ist leer. Du warst schon mal hier. Ah, gut zu wissen. Einsortieren. Ah, das hier scheint das richtige Regal zu sein. Und weg damit. Ich sollte mich wieder bei Lumbrock melden. Vielleicht hat er ja noch eine Aufgabe für mich. Guck mal, da schnarchen die anderen schon. Ah, ja. Bruder Ilvar, was führt euch zu mir? Sparen wir uns die Förmlichkeiten. Ich ziehe es vor, gleich zur Sache zu kommen. Ich hörte Beschwerden seitens der Wächter, dass es Unstimmigkeiten mit ihrem Sold gibt. Und deswegen kommt ihr zu mir? Was habe ich damit zu schaffen? Nun, ich habe einen Blick in die Lieferpapiere geworfen. Laut Bestand hätte ihnen wesentlich mehr ausbezahlt werden müssen. Werter Bruder, ich empfehle euch, zu gegebener Zeit die Papiere erneut zu überprüfen. Gewiss sind die Zahlen korrekt. Wenn ihr mich dann entschuldigen würdet. Gut. Sollte jedoch die erneute Überprüfung dasselbe Ergebnis bringen, empfehle ich, den Rat der Magier tagen zu lassen. So, Lumbrock manipuliert wohl, hä? Ich würde sagen, ja. Bisi hat das Buch einsortiert. Exzellent. Hier ein kleiner Appetithappen für dich. Hä? Bisi wollte Kohle, Kies, Zaster. Nanu, so ein freches Mundwerk. Aber bitte sehr, ich möchte ja nicht kleinlich sein. Schlimm, oder? Ja. Ich kann dir noch mehr, Halpo. Oho, du bist ein ganz Aufgeweckter. Dann habe ich einen sehr speziellen Auftrag für dich, der größte Sorgfalt erfordert. Bruder Ilvar hat in seinen Schlafgemächern die Lieferpapiere der letzten Kristalllieferung liegen. Ich benötige diese dringend, also geh und bring sie mir. Wofür du brauchst die Lieferpapiere? Es heißt, wofür braucht ihr, Meister Lumbrock, diese Lieferpapiere? Wir wollen doch die verschiedenen Würdenränge nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber zu deiner Frage, sagen wir, ich muss ein paar Korrekturen vornehmen. Aber davon verstehst du, Wicht, nichts. Bisi will wissen, wo Ilvar schläft. Direkt im ersten Stock. Wenn du die Treppe hochläufst auf der rechten Seite. Das sollte sogar jemand wie du leicht finden können. Sein Schnödel. Ah, ich weiß. Na, warte noch. Oh, ich weiß nicht, ob es eine gefährliche Frage ist. Ja. Oder hält ihr das sowieso für einen Deppen? Warum willst du Lieferpapiere korrigieren? Warum wollt ihr? Ach, du lernst es ja eh nicht. Aber Schluss mit der Fragerei. Derlei Angelegenheiten gehen dich nichts an.
Ich erwarte, dass du diesen Auftrag ehrenhaft erfüllst. Na gut. Ich bringe dir die Lieferpapiere. Ausgezeichnet, mein kleiner Freund. Ganz ausgezeichnet. Aber wehe, du steckst noch etwas anderes ein, außer den Lieferpapieren. Dass du mir ja nicht deine kleinen Beutelchen mit den Wertsachen meiner Brüder füllst. Sonst gibt es keinen rohen Fisch mehr für dich. Wirklich? Der behandelt ihn wie einen Hund. Ja. Wahrscheinlich behandelt er einen Hund besser. Ja, also. Bruder Lumbok, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ich weiß ganz genau, dass ihr euch heimlich Gold in die Taschen steckt. Euch gegenüber bin ich keiner Rechenschaft schuldig. Außerdem braucht ihr nicht glauben, dass ich hier der Einzige bin. Aber mit wem ich hier Geschäfte mache, soll nicht von eurem Belang sein. So? Nun, dann glaubt aber ja nicht, dass ich euer Vorhaben absegnen werde. Ja, ja, ihr dürft euch dann gerne wieder euren Angelegenheiten widmen. So, so. Ja, ein schlimmer Finger. Kann man wohl laut sagen. So, hier sind Lieferpapiere. Und, sonst noch was? Ich fürchte, wir haben schon so ziemlich alles abgeräumt hier. Ja. Außerdem darfst du nicht klauen, du bist jetzt ein ehrenhafter Gnu. Im Auftrag von Abbas unterwegs, also bitte. Oh, kann man die angucken? Nee, glaube ich nicht, oder? Nee, ich kann gar nicht in meine Taschen greifen. Kannst du nicht. Hier, Lucky Lucky, Lieferpapiere. Ganz reizend. So ein tüchtiger Gnom ist mir selten untergekommen. Und du hast selbstverständlich außer den Lieferpapieren nichts eingesteckt, richtig? Nein. Nein. Nun, ich hoffe, ich kann dir vertrauen. Die Hand, die einen füttert, sollte man nicht bestehlen. Merk dir diese Lektion. Bist du bereit für einen weiteren Auftrag? Ja. Bisi bereit für nächsten Auftrag. Gut, du hast dich bewährt. Ich betraue dich deshalb mit einer Angelegenheit, die allerhöchste Diskretion erfordert. Bruder Faruko ist im Besitz eines Siegels. Dieses Siegel muss ich haben. Bring es mir. Ganz gleich, welche Anstrengungen es erfordern mag. Soll ich das Siegel stehlen, ja? Soll Bisi das Siegel stehlen? Psst! Derlei Wörter will ich in diesen Hallen nicht mehr hören. Aber ja, verdammt! Klau ihm das Ding, wenn es sein muss! Au. Au, au. Wo kann Bisi das Siegel finden? Faruko trägt es immer bei sich. Es besteht also kein Grund, sich in seinem Gemach anderweitig zu bereichern. Aha. Ist das ein schlimmer Typ? Ja. Soll ich ja Heuchler, unser kleiner Lumpok. Oh, naja. Hallo, ich. Ja, und wo ist der jetzt? Tja, vielleicht gibt's hier auch so einen Questmarker. Ich kann nicht. Steht aber auch. Ich kann nicht mal in meine eigenen Taschen gucken. Oh ja, das ist ein großer Nachteil, wenn man in einer anderen Haut steckt. Ja. Dann kannst du ihn nur suchen, bleib pennt er ja. Tja. Hallo, bleib stehen, wer bist du? Halt. Nee, Maurizio ist runtergegangen. Irgendjemand schnarcht. Nö. Oh, schade. Wir sind aber immer noch nicht drin, aber nicht geklaut. Fehlt uns doch noch. Hätte ich keine Sorgen, könnte ich mich hier zur Ruhe setzen. Zu lesen gibt's anscheinend genug. So, wer wohnt hier? Irgendwo schnarcht doch einer. Ja, aber ach, ist Maurizio. Falsch. Mensch. Da ist ja Faruko vielleicht oben. Maurizio ist überall, ne? Nee, der ist gerade ins Bett gegangen, als du ihn da so hinterher geschlichen hast. Jetzt jemand hier drin? Nein. Gibt's ja noch einen Stockwerk höher? Ich glaube, da gibt's noch mal eine Treppe rauf, oder? Ja, ich weiß. Aber erst wollte ich mir die Zimmer hier angucken. Hier ist keiner. Nö. Dann gehen wir mal höher. Das war niedlich, wie die Gnome mit den vielen Taschen durch die Gegend laufen. Ja. Hier, guck mal. Hallo, da ist er ja. Sure. Die müssen wir ihn auch
ansprechen und bist du. Ah, der kleine Beezy. Leider habe ich gerade nur wenig Zeit für dich. Ich versuche gerade, die letzte Dekade gedanklich aufzubereiten. Hat Homi ein Siegel? Na, na. Sind wir hinter den Besitztümern unserer erlauchten Gemeinschaft her? Ich bin in der Tat im Besitz eines Siegels. Du möchtest wohl eines Tages selber mal einen derart kostbaren Siegelring haben. Also arbeite fleißig und sei aufrichtig. Ja, das kannst du ja nur machen. Wie viel Pergament kann Homi in einem Jahr beschriften? Nun, das hängt von mehreren Faktoren ab. Zunächst einmal ist wichtig, ob der tatsächliche Pergamentverbrauch oder der... Schon gut. Na gut. Na. Ich bin weg. Lumbrock. Hier, bitteschön. Beezy hat das Siegel von Faruko. Fantastisch. Ich, brauche dich dann nicht mehr. Du bist für heute aus meinem Dienst entlassen. Ich habe jetzt etwas Privates mit Bruder Erasmus zu besprechen. Mal schön stehen, hör zu. Aha. Bruder Lumbrock, meine Forschungsmittel neigen sich dem Ende. Ich benötige dringend mehr Gold. Keine Sorge. Die nötigen Vorkehrungen sind getroffen. Der Sold wird wie gewohnt um einen gewissen Obolus für unsere Sache gekürzt werden. Hat jemand Verdacht geschöpft? Nun ja. Einige unserer Brüder scheinen misstrauisch geworden zu sein. Das soll uns nicht weiter kümmern. Unsere Sache hat oberste Priorität. Und ich empfehle euch, weiterhin Stillschweigen zu bewahren. Andernfalls. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Gut. Sag mal. Jetzt werden wir ja mal mit. Was immer das für eine Sache sein mag. Was muss reden? Ich glaube, das musst du selbst machen. Probier es erstmal, ob du es als Gnu kannst. Meine Arbeit kann keinen Aufschub dulden. Du wirst dich mit jemand anderem unterhalten müssen. Es sei denn, du hast ein großes Fachwissen auf dem Gebiet der Energieübertragung vorzuweisen. Ja, doch. Homi Taki Gold von Wächtern. Wie, wer, woher weißt du das? Gelauscht, Homi. Das gehört sich aber nicht. Ja, genau. Aber du stiehlst Gold. Nix ehrlich. Ja, aber meine Forschung. Ja, ja, bla bla bla. Wächter beschuld, Blemo Gnome. Moment, euch wird der Diebstahl vorgeworfen? Damit habe ich nicht gerechnet. Du hast mein Ehrenwort. Na, Ehrenwort? Ja, genau. Ehrenwort bringt Gnomen auch nix. Nun, mein kleiner Freund, ich muss dir wohl beipflichten. Ich werde wohl besser die nötigen Schritte einleiten, um den Schaden zu minimieren. Zu minimieren? Hier, ihr Gnome mögt doch Gold, oder? Es soll ein symbolischer Olivenzweig der Freundschaft unserer Kulturen. Ja, ja, gib ihn her. Bitte bewahre Stillschweigen über diesen Fehltritt. In Zukunft werde ich meine Forschungsarbeiten anderweitig zu finanzieren wissen. Wir wollen lieber nicht wissen, das wollen wir doch. Nee, das wollen wir nicht. Ja, riskieren wir das. Den ganzen Erfolg jetzt. Machen wir jetzt. Nee, nee. Na schön. Gut, dann können wir wieder... Kannst du zu dem Ich zurück? Zum Ich. In das Ich schlüpfen. Tschüss, Beezy. Na du Kleiner, du weißt gar nicht, was passiert ist, stimmt's? Nee. Das sind so treulich, wie sie da rumwackeln immer, die Gnomen. Ja. Gut gelungen. Ja. Ja, dann gehen wir nochmal zur Abbas und dann machen wir Schluss. Genau. Tempo, Tempo. Vielleicht hältst du das schlecht schon. Das ist Kasim. Ali, Ding mir aber schläft schon, oder? Wo ist er denn? Boah, in seiner Kajüte. Aka. Nein, in seinem, ist immer sein kleines Häuschen ist. Ach, ich würde sagen, du suchst dir ein Bett und stehst dann da mal im Morgen. Da ist er ja. Du brauchst dir um das gestohlene Gold keinen Kopf mehr machen. Oh, Homi hat den Dieb überführt? Wer ist es gewesen? Wir geben ihm das Gold. Das kann ich dir nicht verraten. Warum soll ich es ihm nicht verraten?
Naja, eigentlich sollten wir es denn. Naja, kannst du. Ja, wie du willst. Die Magier Erasmus und Lombrok stecken hinter der Geschichte. Sie wollten sich wohl ihren Lebensstil etwas aufbessern. Hm, nicht gut. Aber es dachte, die Magier sind Freunde von Gnu. Ja, genau. Sie wussten nicht, dass die Wächter euch Gnome beschuldigen. Aber sie hätten es sich doch denken können. Selbst die klügsten Menschen machen Fehler. Hm, richtig. Selbst Abbas macht Fehler. Du hast dir eine große Belohnung verdient, Homie. Nimm. Oh. Hast du noch mal Geld gekriegt? Na, du bist ja gut. Na gut. Ja, das war's dann. Jo. Und dann geht's in der nächsten Folge nach Antigua, da können wir mit Emma die Sache erledigen. Für Tenya. Ja. Und dann geht's wieder zurück dann nach Kida. Dann haben wir die Runde erstmal fertig. Dann was abschließen. Okay, bis dann, ja. Bis dann. Tschüss.